Oliver Pocher rechnet in seinem Podcast mit seinen Eltern ab. Gerhard und Jutta Pocher gehören den Zeugen Jehovas an. Auch der Comedian war bis zu seinem 18. Geburtstag bei der umstrittenen Glaubensgemeinschaft aktiv. Es scheint, als habe er nie Liebe erfahren. Oliver Pocher. Schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Er schimpft, beleidigt, nimmt kein Blatt vor den Mund. Dass sich Oliver Pocher, 46, oft im Ton vergreift, ist nichts Neues. Doch jetzt fuhr er besonders schwere Geschütze auf, und das ausgerechnet gegen seine eigene Mama. Am Muttertag verteilte der Comedian nämlich keine zuckersüßen Grüße an Mutter Jutta, sondern fiese Spitzen. Meine Mutter ist einfach nicht so die herzliche, zetert der fünffache Vater im Podcast Die Pochers. Mit Ex-Frau Alessandra Mayer-Wölden, 41, und ergänzt, aber dieses etwas schwierigere Unterkühlte hat auch was Gutes gehabt, dass ich abgehärteter bin. Seine Eltern gehören den Zeugen Jehovas an. Tatsächlich betonte der Wahlkölner schon häufiger, dass seine Kindheit nicht immer einfach war. Olis Eltern gehören den Zeugen Jehovas an, was er rückblickend gerne mal verhöhnt. Ich bin meiner Mutter ja dankbar, dass sie mich zweimal die Woche von Tür zu Tür geschleppt hat. Sie will ja nur, dass ich ins Paradies komme, scherzt er. Mit 18 Jahren entschied er sich, der Glaubensgemeinschaft den Rücken zu kehren. Auch Model Sandy gibt im Gespräch mit Oli zu, dass es bei ihr und Ex-Schwiegermama Jutta nicht gerade Liebe auf den ersten Blick war. Ich hatte am Anfang auch ein schwieriges Verhältnis zu deiner Mutter. Sie hat eine sehr bestimmte und eigene Artikel. Umso überraschter war Sandy Mayer-Wölden dann, als sich Jutta Pocher einige Jahre nach der Trennung noch einmal bei ihr meldete. Jahre später hat deine Mutter mich angerufen und gesagt, Sandy, kannst du dir das nicht doch nochmal überlegen mit dem Oli? Na, da dürfte Jutta Pocher ja gerade richtige Freudentänze veranstalten, schließlich verbringen Oliver und Sandy seit seiner Trennung von der Österreicherin Amira, 31, vergangenen Sommer wieder sehr viel Zeit miteinander.